VW sind echt okay, sind echt okay. In den vergangenen Jahren haben ein paar tausend Firmen sich eine Hymne zugelegt. Von der mittelständischen Klitsche bis zum Weltkonzern. Sie erhoffen sich davon wirklich, dass das die Bindung an den Betrieb erhöht, den Krankenstand senkt, den Arbeitseifer beflügelt, also die Profite erhöht. Es ist eine grauenhafte Vorstellung, dass dieses Konzept aufgeht. Ein Mensch nach einem schweren Arbeitstag möchte unterhalten werden. Das ist ein Argument gegen schwere Arbeitstage. Nein. Nein, das respektiert die Wünsche und Bedürfnisse, wie sie eben sind. Weißt du, wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann ist es dieses Elitäre, dieses sich besser dünken, dieses von oben herab Bescheid wissen über die Bedürfnisse kleinen Mannes? Nein, des einfachen Menschen, der vielleicht einfach keinen Zugang findet zu dem ganzen Komplizierten, den das möglicherweise auch überhaupt nicht anspricht. Weißt du was? Wer den Richter bei dessen Bedürfnisse spielt, ja, der in letzter Konsequenz für der Erziehungsdiktatur. Hässlich genug ist, was die Unternehmen den Leuten so antun in puncto Optimierung. Ihnen Arbeit mit nach Haus geben, sie in Fortbildungsmaßnahmen pressen, das Diktat des lebenslangen Lernens ihnen aufoktroyieren und so weiter. Aber bestimmt utopisch negativer, bedrückender ist die Tatsache, dass Menschen selber sich insofern als Humankapital sehen, als dass sie an ihrer Verbesserung bis tief in die Freizeit arbeiten. Rate mir doch mal wieder zu einem Wochenendseminar. Ach Quatsch. Ja, doch, zum Beispiel Lachtherapie. Lachen steigert die Produktion guter Hormone wie glücklichmachende Endorphine und Neurotransmitter und aktiviert die virenbekämpfenden T-Zellen sowie unsere natürlichen Killerzellen. Ja? Vor allem aber stärkt es die Lebensgeister, macht gute Laune, vertreibt Ängste und Depressionen. Wer viel lacht, kommt mit dem Leben einfach besser zurecht. Was auch immer absurder wird, ist die Art und Weise, wie verschiedenste Menschen mittlerweile ihr gesamtes Privatleben auch ihrem beruflichen Fortkommen anpassen. Also sei es das Freizeitverhalten, wenn es um Trinken geht oder Ausgehen mit Leuten, dass Menschen anfangen, halt nur noch in die Läden zu gehen oder mit den Leuten den Abend zu verbringen, die ihnen in der konkreten Situation dann für irgendetwas nützlich sein könnten oder sogar ihre persönlichen Liebesbeziehungen daraufhin ausrichten, dass diese Liebesbeziehungen kompatibel sind mit dem, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen oder wie ihnen suggeriert wird, wie sie sich ihre Zukunft vorzustellen haben. Also, es soll jedenfalls in gewisser Weise Spaß machen. Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung und wirtschaftlicher Erfolg müssen doch kein Gegensatz sein. Sie können sich doch auch gegenseitig verstärken. Wertschätzung und Wertschöpfung. Innovativ sein und mit anderen wetteifern, das kann doch auch spannend sein. Dazu braucht man Charakter. Kompetenz muss als authentischer Ausdruck der Persönlichkeit erscheinen. Sich gut verkaufen zu können und dadurch andere mitzureißen, das ist doch kein Makel. Ich produziere in Deutschland, das dankt man mir. Sogar Lafontaine, dieser rote Aufwiegler, hat Leute wie mich als löbliche Beispiele bezeichnet. Haben Sie das gesehen im Fernsehen? Ja, das war ein sehr guter Auftritt, Herr Schmidt. Es widert mich an, dieses Shareholder-Value-Denken. Hedgefonds, Boni, Heuschrecken. Die Figur des Seniorchefs ist jemand, der auf Repression setzt. Wer seinen Akkord nicht schafft, wer zu oft fehlt, wer mit Lohnsenkung nicht einverstanden ist, wird aussortiert. Es ist gleichzeitig eine Figur der Verkörperung reaktionärer Kapitalismuskritik, denn er produziert in Deutschland und schimpft mächtig auf die Bonis der Manager. Tatsächlich gibt es diese Diskussion. Kann es auch Schaden anrichten, wenn wir zu viel flache Hierarchie, Alleinstellungsmerkmal, Kreativität und ihre Verknüpfung mit Effektivität, all den Budenzauber hier inszenieren? In unserer Geschäftswelt ging es immer nüchtern zu sachlich und, verstehen Sie mich nicht falsch, kalkuliert, gefühlskalt meinetwegen. Wissen Sie, ich bitte einen Herrn zur Besprechung. Und der will mir sein Alleinstellungsmerkmal vorführen, seine Emotionalität und Effizienz, sein zweckrationales und emotionales Handeln. Diese Meetings, Aussprachen, Brainstormings, Gruppendynamik, dieser Austausch von Gefühlen, das ist was für
sozialtherapeutische Einrichtungen, für kleine Buchläden, die ihr Sortiment diskutieren. Ja, sind Sie dran. Und dann konzentrieren Sie sich mal auf das Glas. Was macht Sie so zornig auf die Kreativen? Zornig? Das ist das falsche Wort. Ja, okay, aber was haben Sie denn gegen die? Das sind verkleidete Konformisten. Schauspieler gut organisierter Auffälligkeit. Ihre Empörung gegen das Althergebrachte ist realitätsgerecht. Wie Piratenpartei. Anders dumm, aber auch dumm. Dann packen Sie mal endlich Ihren Musterkoffer aus. Musterkoffer? Ach so, ja, hätten wir für Sie im anderen Raum was vorbereitet, wenn Sie uns kurz folgen würden, Herr Schmidt. Passen Sie auf, Christoph Schrott. DHL-Pakete holen, tut so gut. Bis zum Glück gibt's die Packstation. Und die nächste ist doch gar nicht weit. Ja, zum Glück gibt's die Packstation. Das perfide am Lied der DHL ist A, die sehr, sehr schöne Melodie, die man fast gut finden könnte, wenn man den Text sich nicht genau anhören würde. Und noch viel schlimmer B, das, was da inhaltlich besungen wird. Also die Menschen, die dann von der DHL diese Packstation besingen, besingen damit ja im Prinzip ihre eigene Entlassung. Das, was eigentlich einmal ihre Aufgabe war, also Pakete entgegennehmen oder Pakete ausliefern, das übernimmt ab jetzt ein Automat, die Packstation. Und darüber freuen sie sich auch noch kollektiv zusammen in diesem Lied. Zugespitzt, da kann man kaum feststellen, wie die ideologischen Ansprüche des Kapitalismus sich bis ins Irre steigern. Heute sollen die Menschen die Scheiße, in der sie stecken, auch noch besingen. Früher galt es immerhin als legitim, die Arbeit als Last, Vorgang der Entsagung, Selbstdisziplinierung, auch als Ort der Konkurrenz zu begreifen und sich aufs Wochenende, auf den Urlaub, auf den Feierabend zu freuen. Jetzt soll das Arbeitsleben selbst das Glück verkörpern. Und jedes Glas, rapparapparam, die